Hof Zürich. Der Kabarettist, Schriftsteller und Musiker Franz Hohler macht sich auf den Weg in seine Heimatstadt nach Olten. Ich bin schon als Kind immer gerne im Zug gesessen. Meine Eltern haben mir mal erzählt, dass ich, sobald der Zug anfing zu fahren, anfing zu hüpfen vor Freude, dass wir jetzt fahren. Mit 60 denke ich mir, schau jetzt, bist du 60 und gleich. Und die berühmte Pensionierungsgrenze, 65. Dann mit 70 denke ich mir, ja gut, wir haben noch ein bisschen, bis jetzt ist noch alles gut gegangen. Und man merkt auch, ich habe mit 70 eigentlich immer noch auf Pensionierung gewartet. Oder? Und die ist einfach nie gekommen. Und mit 80 ist sie einfach auch nicht gekommen. Aber es ist völlig klar, der Vorrat der Zukunft schmilzt. Im Moment habe ich gar kein literarisches Projekt. Und das belastet mich überhaupt nicht, sondern eher das Gegenteil. Ich denke, jetzt habe ich Zeit zum Aufräumen. Das ist mein nächstes grösseres Projekt. Und kann mir auch gut vorstellen, dass nichts mehr Grösseres kommt ab jetzt. Ich denke, ja, ich habe genug gemacht. Franz Hohlers Lebenswerk besteht aus 14 Kabarettprogrammen, 17 Theaterstücken, etwa 60 Büchern, mehreren hundert Fernseh- und Radiosendungen und einem Spielfilm. Zum 80. Geburtstag schenkt ihm seine Heimatstadt gleich mehrere Ausstellungen. Dafür werden Manuskripte, Bühnenrequisiten und Raritäten aus seinem Zuhause in Zürich-Oerlikon in den Kanton Solothurn gebracht. Ich suche gerade den einen Text, den ich Ihnen mitgeben will. Da habe ich den Weltuntergang, auch in einer Urfassung, den Weltuntergang, meine Damen und Herren. Weil heute kommen die vom Museum, vom Historischen Museum, wo wir ausstellen wollen. Und damit ich nicht selber gehen muss, gebe ich ein paar Gegenstände mit. Ja. Hoffentlich klopft sie nicht. Glücklich ist ein Mann, wenn er allein zu Hause ist und halb verbranntes Rindfleisch mit Spaghetti-Resten isst. Furchtbar, ne? Also ihr müsst wirklich wieder üben. Ein Essen zäh wie Leder, aber dennoch eine Pracht. Er hat es selber gemacht, er hat es selber gemacht. Furchtbar. Das ist jetzt fast poetisch dünn. Ja. Franz Hohlers Haus ist vollgestopft mit Requisiten aus fast 60 Jahren Künstlerleben. Seiner Frau, der Psychologin Ursula Hohler, wurde es oft zu viel des Guten. Manchmal hat es mir schon etwas ausgekämpft, zum Beispiel bei der Drachenjagd. Hat er noch gesagt, wir müssen jetzt noch einen Drachen haben, wir könnten doch im Garten noch ein Häuschen für den Drachen bauen. Und dann habe ich gefunden, also nein, das gibt es also nicht. Und dann haben wir den Drachen im Keller, hier, in die Wäschküche. Jeder Gegenstand erzählt eine Geschichte. Die Ausstellungsmacherinnen haben die Qual der Wahl, aus der Fülle einen repräsentativen Querschnitt zusammenzustellen. Begonnen hat Franz Hohler seine künstlerische Karriere mit 22. Der Erfolg seines ersten Soloprogramms war für Franz der Auslöser, das Germanistik- und Romanistikstudium an der Universität Zürich an den Nagel zu hängen.
Für mich war sicher sehr wichtig, wie ich aufgewachsen bin, dass ich in einem eigentlich musischen Elternhaus aufgewachsen bin. Meine Mutter hat Geige gespielt, mein Vater war Literatur interessiert, hat selber viel Text geschrieben, Theater gespielt. Dass ich zum Beispiel Kultur als etwas Selbstverständliches erlebt habe, und als etwas, das gelebt wird und nicht als eine Fassade. Das hat, glaube ich, meinen Einstieg in diese Welt als freischaffender Fantasiearbeiter sehr erleichtert. Kehlen Sie aus Käse und Glocken Sie aus Käse. Also, dann gehen wir Hopsi mit dem. Ja. Auch das Filmkistli, ein Kultrequisit aus der Fernsehsendung Spielhaus, soll in Olten ausgestellt werden. Das Haus, die Türe, Fenster, eins, zwei, da sind's. Komm rein, es gehört rein. Es heisst Spielhaus. Hey René, kommt noch etwas? Warum schaust du noch? Ja. Gut, stell das Filmkistli wieder weg und komm warten. Ab den 1980er Jahren führt der Autor Tobias Wies im Spielhaus Regie. Da ist die Kiste gestanden. Einfach nur die Konstruktion. Da hat man die einfach reingestellt mit dem Budistli. Und da haben sie, da ist es eigentlich stattgefunden. Der Franz hat geschrieben und der Franz hat das Ganze eigentlich vorantrieben. Aber im Prinzip war es sehr basiert auf einer Freundschaft. Also es hat sich eigentlich eine Freundschaft gegeben. Und das hat sich natürlich, da bin ich sicher, irgendwie gespiegelt in diesen Sendungen. Ja, und das hat wahrscheinlich daheim den Kindern und allen auch eine Freude gemacht. Und mir natürlich auch beim Machen. Und ihnen ja auch beim Machen. Grüezi miteinander. Heute tun wir euch etwas erzählen und spielen vom Aufräumen. Das heisst, erzählen du nur ich. Ich bin der Franz, der hier hinten, das ist der René, der sagt nichts. Ich sage nichts. Hast du jetzt gleich etwas gesagt? Mit dem Hemmli und mit dem Schiele, den ich hatte. Und die Schuhe habe ich auch noch dazu. Über 20 Jahre beglücken Franz und René kleine und große Fernsehzuschauer. Hohler arbeitet immer wieder gerne mit anderen Künstlern. Zu einer herausragenden Zusammenarbeit kommt es Anfang der 1970er Jahre mit Emil Steinberger. Entschuldigung, es ist irgendjemand, der ist am Franz Hohler gerade aufs Cello gestanden. Es wird es nie mehr gewesen sein. He? Die Untersuchungen laufen noch. Er wird wahrscheinlich jetzt mit Ersatzholz und Hammer eins basteln. Soweit wie ich sehe, ist er schon dran. Aha, ja, er macht also ein neues Cello, aber mich nicht zu wundern, wer es war. Es war natürlich dunkel, darum hätte er es nicht feststellen können. Tänzlich ist er wirklich mit einem neuen gekommen. Wie freut sich erst ein frisch gebackener, flinker Ehemann, wenn er der Frau den neuen Kühlschrank übergeben kann. Er stößt den Stecker ein, das Kabel raucht, der Anschluss kracht. Er hat ihn selber gemacht, er hat ihn selber gemacht. Noch heute sind Emil und Franz Hohler befreundet. Hohlers Vielseitigkeit beeindruckt den Luzerner Kabarettisten immer wieder. Nein, das ist schon genial. Das ist ein Genie. Also das habe ich in der letzten Zeit schon entdeckt. Es ist ja unglaublich, was der Franz alles gemacht hat und angerissen hat, aber auch politisch natürlich auch. Er war sehr stark tätig. Weil das hat sich bezogen auf einen Chemieunfall
von Schweizer Halle. Es ist nichts passiert, es ist nichts passiert. Es ist alles wunderbar, nur ganz ein bisschen ist daneben. Doch das ist zumutbar, nur ganz ein bisschen ist daneben. Das ist schon zumutbar. Sie erinnern sich wahrscheinlich am 1. November 1986 sind ein paar hunderttausend Fische im Rhein vergiftet worden. Die sind zugrunde gegangen an dem Wasser, das plötzlich zu ihren Kiemen reingekommen ist und das mit Wasser im klassischen Sinn nichts mehr zu tun hatte. 943 Tonnen Agrochemikalien hat es gehabt. 312 Tonnen sogenannte Formulierhilfsstoffe. Also was immer das ist. Aber die Sado ist in sich gegangen, hat etwas gelehrt daraus, hat Forellenteich gestiftet, hat gefährliche Stoffe haben sie aus der Produktion rausgenommen. Also außer denen, die in die dritte Welt gehen. Aber da sollen sie ja besser werden. Als Restrisiko. Brennstabschmelzen und Natriumbrände, plötzlich berstende Reaktorwände, Computerfehler für Erstschlagbefehle und leckende Gase und Gifte und Öle, ist alles hier drin. Nehmt ihr alles in Kauf? Wollt ihr mal sehen? Dann mache ich es auf. Auf Wiedersehen, Ihr Restrisiko. Hohler ist einer der ersten Schweizer Kunstschaffenden, der das Gefahrenpotenzial der Kernenergie thematisiert. Er engagiert sich für den Umweltschutz, mischt sich in den politischen Alltag ein, polarisiert und wird zur Reizfigur. Könnte man nicht den Krieg überspringen und gleich mit den Hilfsprogrammen anfangen? In der Kinokomödie «Don Quixote» kämpft er unter der Regie von Tobias Wies wie einst Don Quixote verbissen gegen Windmühlen unserer Zeit. Ergib dich, du trostlose Knolle! Abverreiter Zaubertrick! Pestbühle vom Jura Nordfuss! Arschbacke vom Teufel! Das Problem war von Anfang an weg, dass wir nicht recht gewusst sind, ist das ein grosser Spielfilm? Oder ist das mir etwas Improvisiertes? Und Franz ist ja das, der er ist. Und er ist ein wunderbarer Improvisator. Als Schauspieler hat er einfach, ist er das, was er ist. Und dann ist der Film, haben wir gemacht. Und dann ist er ins Kino gekommen. Das ist einigermaßen gut gelaufen. Und dann sind wir auf Saarbrücken. Das war ein Filmfestival im Januar. Und wir haben den Publikumspreis gewonnen. Ich dachte, ah, also gut, es hat doch Leute gehabt, die das gefallen hat. Und leider ist dann das nicht dazu gekommen, dass das Schweizer Fernsehen das ausgestellt hat, wenn sie gefunden haben, ja, das werden wir jetzt also nicht zeigen. Hans von Brandeck. 1983 weigert sich das Schweizer Fernsehen, eine Folge der Satiresendung Denkpause zum Thema Dienstverweigerer auszustrahlen. Es kommt zum Eklat. Ihr seht, dass ich nicht schreibe, könnt's lesen auch bleiben, ihr heizt ja, es ist schon schwer. Ich danke euch für die Karte, ihr wisst die von wegen. Und han ich welle sagen, ihr könnt auf mich warten. Herr oberste Visionär, ich werde nicht Soldat, vollbringe Heldentat in unserem Militär. Soll nicht persönlich sein, doch habe ich mich entschlossen, es wird weder zielt noch geschossen, ihr rücke gar nicht ein. Ein Thema, das die Programmverantwortlichen vom Fernsehen ihren Zuschauern in dieser Form nicht wollen zumuten. Haben sie bewusst provoziert? Haben sie das wollen, was jetzt da rausgekommen ist? Ja, gerade so wollte ich es nicht, wollen, wie es jetzt rausgekommen ist. Oder? Ich tue mich gar nicht in einen Politiker und in einen Satiriker auftrennen. Sondern mein Bestreben ist eigentlich, ein ganzer Mensch zu sein und als ganzer Mensch meine Sachen auszudrücken und zu gestalten. Und das kann einmal lustig sein, das kann einmal satirisch sein, das kann aber auch ernst sein. Also für mich gehört zu dieser Viertelstunde einfach eine Offenheit, die gross genug ist,
dass so etwas ohne weiteres möglich ist. Wenn Sie an unserem Medium arbeiten, dann wissen Sie, dass es eine Konzession gibt und Sie kennen in etwa den Rahmen, wo diese Konzession absteckt. Also von daher haben Sie im Grunde genommen ziemlich präzise gewusst, auf was Sie sich einlassen. Aus Protest wirft Hohler das Handtuch. 6 Jahre später kommt er mit einer neuen Satiresendung zurück ins Fernsehen. Im Theater läuft es für Franz Hohler besser. Oft und gerne tritt er im Luzerner Kleintheater auf. In der heutigen Vorstellung spaziert er durch sein Gesamtwerk. Das Kleintheater Luzern ist für mich schon ein spezieller Ort. Das hat der Emil gegründet, 1967. Und er hat mich gefragt, ob ich da mal auftreten kann. Und ich bin dann auftreten und von dann an bin ich, ist das einer von den Orten, wo ich immer wieder sehr gerne gegangen bin. Ja. Und ja, natürlich, und dann habe ich auch den Emil gelernt kennen. Ich habe ihn vorher erst einmal im Radio gehört und bin mal ein Programm schauen, das er gemacht hat, da. Und habe das Gefühl gehabt, er mir in Sachen, die ihm nicht ganz liegen. Und dann hat er mir Grüezi gesagt und gratuliert zum Programm, hat aber sofort nachher gefragt, du, lass mal, wer hat die Nummer geschrieben und die Nummer geschrieben, wer hat die geschrieben? Ich habe gesagt, ja, das habe ich selber geschrieben. Hat er gesagt, du. Komm, du musst alle Nummern selber schreiben, weißt du? Das stimmt so, ist so auf dich zugeschnitten, wie du spielst und deine Stimme und alles zusammen. Das musst du machen. Und dann hat er noch angehängt. Und wenn du mal ein Programm schreibst, kannst du sagen, wenn ich dir helfen soll, dann komme ich dann. Wenn ich manchmal eine Nummer für mich ausstudiere, dann gibt es manchmal, oder so viel wie möglich, dass der Franz Hohler eigentlich mein erster Zuschauer ist. Er sitzt dann einfach da unten und ich tue auf der Bühne oben gewisse Sachen, gewisse Szenen ausprobieren. Und je nach seiner Reaktion, die sind für mich sehr maßgebend. Wenn er lacht, dann finde ich, wird auch später das Publikum sicher lachen. Oder wenn er gar nicht reagiert, dann wahrscheinlich ist es eine schlechte Leistung von mir. Ja, er war eine männliche Hebamme, indem er das wirklich aus der Taufe oder aus dem Körper rausgeholt hat bei mir. Ich habe mir vorgestellt, ich wäre Personalchef, der das Inserat aufgegeben hat für einen Autoverkäufer. Sucht einen Autoverkäufer, er kommt so auf das Inserat hin, kann melden. Wir haben das also noch nie gemacht, wir spielen das einfach das erste Mal. Also spielen, probieren. Grüezi, Sie rein. Ja, wie ist Ihr Name? Brumm. Herr Brumm? Ja. Ja. Grüezi, Herr Brumm. Sie Wum, haben sich Wum zum Vornamen. Wum Brumm. Wum Brumm, ja. Ja, ein seltsamer Vorname, aber Sie sind Schweizer. Ja, ja. Ah, das ist wichtig. Gut. Nehmen wir jetzt an, was mich würde interessieren. Haben Sie das Gefühl, Sie können einen Kunden überzeugen davon, ein Auto zu kaufen? Ja, sofort. Ist wahr? Ja. Mhm. Ich habe schon Leute überzeugt für anderes. Also Sie haben ein Wissen auf der Autobranche. Ja, auf dem Sektor schon. Jawohl. Mhm. Jawohl. Ja. Also ich meine, Sie wissen, was Kupplung ist und sagen wir, ja, vergasen Sie. Kupplung, also wenn der Kofferdeck aufgeht, nicht? Sind die Arretierstangen. Ein Klassiker aus seinem Repertoire darf auch in Luzern nicht fehlen. Ja, geil, du, wenn wir da gerade so schön beieinander sitzen. Habe ich gedacht, ich könnte euch zum Schluss noch ein berndeutsches Geschichtli erzählen. Es ist zwar ein besonderes ogantolibs Geschichtli, wo aber noch gar nicht so lange im mittleren Schattengibalektäli passiert ist. Der Schöppeli-Munki und der Holderbeseler sind einst spät am Abend, wo schon der Skibützu durchs Kochli-Moos gefodert hat, über das Batzmetter heigisch im Erpfetli zugelaufen. Das habe ich lange nicht gewusst, dieses tote Mögerli. Ist ja totale Fantasiesprache aus dem Berndeutschen rausgeholt. Das ist eine Leistung. Und so ist das hin und her gegangen. Wie ein Fährengeschädel an einem Milchgrätzi.
Da sagt plötzlich der Holder Besler zum Chef Balemonki: Stil! Was zibbeln dort neben dem Tobolali zu krachtigen auf und ab? Chef Balemonki hat geschläfzet wie ein Gitzel. Und hat es hier auch gesehen? Ein Totenmüggerli. Und dann noch auf Romanisch. Ach, als ich die Nummer letztes Mal gesehen habe, auf Romanisch. Hey, da konnte ich voll lachen wieder. Der eine in der Not schlorzt der Planchercher Buns, du es Chakalaris, Civetta, ein Einti, löscht auf Nanka. Kusch Plavetta nach dünn Blöds, ein Mordunzel. Finde alle Mission. Die Villa Alpina ist über 100 Jahre alt. Dieses Kleinod mitten in Zürich-Oerlikon ist Franz Hohlers Rückzugsort. Hier wohnt und arbeitet er. Das Haus war ein Glücksfall vor 45 Jahren. Wir haben vorher in Zürich am See gewohnt und wir hätten dort schon lange raus müssen aus dem Haus. Und sie waren immer Nummer 2 oder 3. Und irgendwann ist nämlich da, plötzlich sind wir Nummer 1 und ich bin so nervös war, dass ich am Morgen, als wir das Haus angeschaut haben, habe ich gesagt, ich komme am Nachmittag noch mal wegen dem Plan. Und bin auf die Bank gerannt und habe der, am Schalter, den ich gut kennt habe, der mich kennt, hat gesagt, ich brauche 30.000 Franken. Ich weiß, für eine Anzahlung für ein Haus. Vielleicht bringe ich es morgen wieder zurück, wenn ich es nicht brauche, aber ich brauche es jetzt. Hat sie gesagt, ah, und wo steht denn das Haus? Dann habe ich gesagt, zu Oerlikon. Ah, zu Oerlikon, hat sie gesagt. Dann habe ich gewusst, da sind wir richtig. Ja, müssen sagen, zu Zolliken oder zu Küsnacht. Dann wäre ein Strahlen über ihr Gesicht gegangen. Zum lauschigen Garten gehört ein Holunderbaum, der Franz besonders lieb und teuer ist. Nachbarin Regula Leuchli, eine Freundin der Familie, assistiert ihm, wenn er mit seinen 80 Jahren auf die Leiter steigt, um für die Sirupproduktion die letzten Holunderblüten zu pflücken. Ich kenne Franz und Ursula eigentlich, seit ich auf die Welt gekommen bin, weil sie in einer Hausgemeinschaft gewohnt haben mit meinen Eltern in Uetiken am See. Ist ja natürlich auch speziell gsi, dass der Dimitri ein- und ausgegangen ist, ein Hannes Walter, der Manni Matter. Die Leute hat man erlebt, so an Festen oder an Wochenenden. Das hat dann auch dazu geführt, dass mein Vater den Manni Matter engagiert hat und mir den Schicksalsschlag von Manni Matter sehr nahe miterlebt haben. Das gehört zu meinen ersten Kindheitserinnerungen auch. Ich habe einen jungen Freund, mit dem ich gerne diskutiere. Nachts vor allem. Er ist gescheit und witzig, fasst, was kompliziert ist, rasch zusammen und entlarvt, was einfach ist, aus kompliziert. Dichter ist er und mit ihm Metaphern, Wortwahl, Versmaß, Reime zu besprechen, ist Genuss. Doch kann ich über Menschliches genauso mit ihm reden, über Frauen, Sehnsucht, Krankheit, Sorgen, Neid und Zweifel und wir können lachen wie die Kinder. Er ist schon mehr als 5 Jahrzehnte, 36 Jahre alt, seit jenem Abend auf der Autobahn. Sie haben erkannt, das ist der Manni Matter. Und er hat übrigens sein Solo-Programm zum ersten Mal nicht etwa zu Bern aufgeführt, sondern hier im Kleintheater zu Luzern. Der Emil hat ihn durch beharrliches Fragen so weit gebracht damals. Gehen wir alle heim und morgen in die Ferien. Da ist dann auch noch eine, wenn du da drinnen bist. Ja,
Es muss noch für die letzte Portion Holdersirup langen. Euch habt ihr aber noch nicht fertig. Nein, aber ja. Ist also auch in der Hälfte. Ist in der Hälfte. Gut, jetzt schauen wir noch, ob alles gut eingehängt ist. Ja. It's okay, it's all right. Ja, ich bin überhaupt nicht nervös. Ich habe etliche 4000er bestiegen, unter anderem Piz Bernina über den Bianco-Grat. Und bin überhaupt nicht schwindelfrei. Die lasse ich runterflattern. Die lesen wir nachher auf. Der Holder gilt eigentlich als Schutzpflanze, und zwar gegen Blitzschlag. Ah ja? Ja. Und es gibt, ich habe ja ein Grimmsches Wörterbuch, das ist das grösste Wörterbuch von der deutschen Sprache. Holer. Hola. Alter Name des Holunder. Nein, ist nicht wahr. So schließen sich einmal Kreise. So schließen sich Kreise. Regula wohnt mit ihrer Familie im selben Haus wie das Ehepaar Hola. Sie sind die Jungen, wir sind die Kinder, die nachgekommen sind. Dann sind wir die Jungen und jetzt kommen die Grosskinder. Und dass die Geschichte wirklich bis 80 gegangen ist, das ist recht faszinierend. Und jetzt eben so die Generation von der Adina mit dem Cello. Wenn die beiden einmal hier oben Cello spielen, dann muss ich meistens am Büro vorbereiten für den Kinski und höre es dann so durch die Decke oben runter, wie die zwei am Spielen sind. Adina ist die 11-jährige Tochter seines Sohnes Kaspar. Großvater und Enkelin üben jede Woche gemeinsam. Aha. Aber du musst da die erste Stimme spielen, wenn ich spiele die zweite Stimme. Ja. Gut. Und. Ah, 1, 2, 3, 4, 1. So, ja. 1, 2, 3, 4, 1. Das Ballied muss er zuerst allein spielen, bevor er mit mir zusammen spielen kann. Aber eigentlich generell kann er besser Cello spielen. Das ist ja gar nicht schlecht. Ne? Mhm. Ich tue einfach nicht gerne zupfen, mein Finger ist ganz heiß. Einmal du hast es gut gemacht. Ja. Ja. Ich kann halt immer die Lieder von der Cello-Stunde. Ich kann häufig besser, weil ich sehr mehr übe. Aber er verliert immer die Notenblätter. Das ist aber noch nicht da. Super. Ja. Das ist gut. Das ist auch. Ein paar Lieder haben wir schon dreimal müssen kopieren, weil er sie immer wieder verliert. Das ewig lange Pizzicato ist mir gut. Ist doch kein Pizzicato. Eben, gezupft, gezupft. Also. Aber es ist kein Pizzicato. Ja, das heisst das Gleiche, aber es ist egal. Also. Es geht ja mehr um Töne als um Wort. Aber das machst du ganz gut. Um Mord? Gut. Ein Wort, weißt du? Und du sagst, ich dachte, ich habe verstanden, um Mord. Um Mord, ja. 1, 2, 3, 4. Fast gut gesehen, aber gut genug. Nächster Halt, Olten. Rickhaus, gehen wir folgen. Ja. Sitzig, ja, genau. Bahnhofsbüffel. Bahnhofsbüffel. Ja. Genau. Berühmte. Genau. Jeder Besuch in seiner Heimatstadt löst bei Franz Hohler positive Gefühle aus. Hier hinzukommen, über die Brücke laufen, auf die Altstadt schauen, ist
immer ein Heimkommen. Ich bin in Olten aufgewachsen, wohne aber schon länger nicht mehr dort. Und habe rückblickend ein Lied geschrieben, das heisst Olten und Umgebung. Vor der Gäubrücke ist man oben abgeköpfelt, wenn man zwölfig war oder mehr. Der Herr Hess hat am Mittwoch mit dem Kirchenchor probiert. Im Glockenhof hat man gejasset nachher. Im schönen Grund hat der Herr Kunz Symphonie komponiert. Die sind schön, nur zum Spielen ein bisschen schwer. In diesem Haus wuchs Franz zusammen mit seinem älteren Bruder Peter auf. Ich war so interessiert an Büchern, dass ich, noch bevor ich Bücher lesen konnte, bin ich da mal aufgeklettert, vielleicht als Fünfjähriger. Weil ich, wahrscheinlich wollte ich irgendein Buch von weiter oben vornehmen. Und was passiert? Das ganze Regal, das ganze Büchergestell kippt, die Bücher fallen über mich runter. Ich falle hier unten, runter, unter den Schreibtisch. Und das ist der Hick, den man heute noch sieht. Wo das Büchergestell geschlagen hat, ist Schreibtisch. Und wenn der Schreibtisch nicht da gewesen wäre, dann hätte es mich erschlagen. Bücher und das Büchergestell hat mich als Fünfjähriger erschlagen. Im Historischen Museum Olten rückt die Eröffnung der Ausstellung näher. Etage 3. Das ist schön wegen Ausstellungswechsel geschlossen. Es ist natürlich schön, wenn man sich sagen kann, der Ausstellungswechsel bin ich. Guten Morgen! Letzte Besprechung mit den Ausstellungsmacherinnen. Also die. Ja, die Engelsperücke, kannst du uns sagen, woher die kommt? Ja, die kommt aus meinem Programm im Turm zu Babel. Dort hat es eine Stelle gegeben, wo ein Engel angesprochen worden ist im Himmel und noch bekannt gegeben hat, dass Himmel und Hölle jetzt fusioniert haben, damit mehr Synergien möglich sind. Sie möchten mit dem Chef reden. Osi, der ist leider auf einer Geschäftsreise, ja. Um was geht's denn? Sie sind abgewiesen worden. Ja, da sind Sie nicht der Einzige. Was hat denn der Ausschlag, wenn ich fragen darf? Ein Fehltritt mit einer anderen Frau. Ja, Sie, das hat sich unser Chef auch schon mal geleistet, ja, ja. Lassen Sie, jetzt holen Sie bei einem der Erzengel ein Formular F. Tun Sie das sorgfältig ausfüllen, reichen Sie es im Rekursengel ein und er wird es dann der Wiedererwägungskommission vorlegen. Ja, es kann dann schon eine Weile gehen, ja. Es hat also einen rechten Pendenzenberg. Ja. Und der Vorsitz hat den heiligen Stagnatius. Mhm. Da vielleicht noch beim Heft «Berühmte Schweizer». Jawohl, ja. Ist das ein Schulheft oder ist das ein Privatheft von dir? Nein, das habe ich selber für mich gemacht, weil mich das interessiert hat. Weil ich das Gefühl hatte, ich darf es ja anlängen, oder? Ich denke, das ist Ende Primarschule. Ja. Und dann General Gysa. Und ihn habe ich noch fotografiert. Und zwar, als er zu Olten über die Bahnhofbrücke gekommen ist, wo wir vorhin durchgelaufen sind. Ich wusste, dass er kommt und bin auf der Lauer gelegen mit dem Fotoapparat. Ich war etwas enttäuscht, dass er keine Uniform hat. Aber das ist nicht da, der zweite von rechts. Gleich gegenüber vom Historischen Museum befindet sich das Kunstmuseum Olten. Hier tritt Franz Hohler als Kurator in Erscheinung. Aus den Beständen der Kunstsammlung hat er seine Lieblingsbilder ausgewählt. Arbeit empfindet Hohler als etwas Positives. Ich schaue die Arbeit als
Freude an, wenn immer möglich. Oder natürlich gibt es Momente, wo man erpresst wird durch den Zeitdruck. Aber die Arbeit an sich ist für mich ein Glück. Bei der Klassenzusammenkunft sitze ich neben Luther, ehemaligen Chefärzte und Zahnärzte die, also aus dem Gymnasium oder ehemaligen Lehrer, oder, die eigentlich ihren Beruf schon lange nicht mehr ausüben können, obwohl sie ihn sicher gern gemacht haben. Und wir, ich kann selber bestimmen, wenn ich aufhöre. Und habe es eigentlich immer als Privileg empfunden, dass ich noch weiterarbeiten kann. Durch das, dass ich jetzt schon so alt werden konnte, erlebe ich auch die Momente, wo Sachen, die ich ganz früher gemacht habe, mir völlig lebend entgegenkommen, weil sie immer noch gefragt sind. Und ich denke, ja gut, vielleicht bleibt das auch noch etwas gefragt. Sagen wir, meine Ballade vom Weltuntergang von 1973, die ist 50 Jahre alt. Und die wird aber durch die gegenwärtige Situation vom Klima wird die zu einem aktuellen Text, oder? Da kratzen sich die Wissenschaftler meistens in den Haaren. Sie sagen in 10, in 20 Jahren, in 50 vielleicht oder auch erst in 100. Ich selber habe mich anders besonnen. Ich bin sicher, der Weltuntergang, meine Damen und Herren, hat schon begonnen. In ihrem Garten treffen sich Franz und Ursula regelmäßig mit den Familien ihrer beiden Söhne Lukas und Kaspar. Enkelin Adina bereitet schon mal das Terrain für den gemeinsamen Brunch vor. Es kommt immer wieder Waschbiss. Ich freue mich auch, wenn die Familie kommt. Oder? Das ist sehr wenn schön. Wenn die Söhne mit ihrer Familie kommen und die Enkelkind. Und man sieht, dass das Leben weitergeht. Ja. Auch ohne uns. Auch ohne uns. Ja. Ah, da eine, okay. Ah, Megan. Havaria Subuhi. Salama Sana. Hey, nice to see you, yes? Hallo, Karina. Hello, friends. Hey. Oh, wow. Mhm. Na, Katisha. Katisha. Mm. No, no. Come. Let's sit here. Okay, so let's go. Potrebbe nochmal sitzen. Allora. Sprache und Spielen mit der Sprache ist immer natürlich um uns herum. Ich merke es jetzt natürlich sehr, wo ich mit der Kawira zusammen bin, die aus Kenia ist, wo man Swahili redet. Und das hat ihn sofort angefangen zu interessieren. Ja, Swahili, was ist das für eine Sprache? Hat sich dort auch immer erkundigen bei der Kawira. Könntest du mir vielleicht ein bisschen Material bringen? Oder können wir zusammen das ein bisschen anschauen? Und vor zwei Wochen ist meine Frau 40 geworden und dort ist er. Dann hat er einen Speech gehalten, wie er sie eigentlich auch immer macht zu so Anlässen. Und der Speech ist auf Swahili dahergekommen. Also er hat wirklich einen Speech auf Swahili gehalten und hat alle überrascht damit. Ich kann sehr gut sagen Havari Yako oder Havari Asubuhi. Und wenn der zu Mali sagt Bye bye Kesho, dann weiss ich, dass er sagt Morgen. Morgen. Yes, genau. Ah, ja. Ich tue mir gern. Du bist Grammatik am Deckel. Ja, ich probiere mir Konjugationen zu merken und auch die Frage Singular, Plural und so weiter, die Sachen. Das ist systematisch. Er ist effektiv ein Perfektionist und das, sage jetzt mal, das treibt manchmal ein seltsame Blüten. Oder er hat sich verschiedentlich beispielsweise Entsorgungsverletzungen zugezogen, weil er irgendwie in dem Perfektionismus zum Beispiel von einer Olivenflasche will den Olivenölflasche, das Metallding lösen und sich dabei irgendwie mit dem Küchenmesser in den Daumen gefahren ist.
das ist fast zum Klassiker geworden, dass sich irgendwelche und dann häufig sinnigerweise vor irgendwelchen Auftritten mit Cello, wo er dann irgendwie mit dem Daumen ein Problem hatte. Oder dass er auch, ich glaube, das Entsorgen ist zum Beispiel ein Thema, wo wir uns dann manchmal lustig gemacht haben darüber. Also, dass alles korrekt muss entsorgt werden. Oder andererseits auch, und das hat er bis heute beibehalten, dass jedes winzige Essensrestchen dann irgendwie noch in einem Mini-Tupperware in den Kühlschrank wandert, auch wenn nur noch eine Olivenführung ist. Das ist dann vielleicht die Seite des Perfektionismus, wo, ja, sagen wir es mal so, wo ich jetzt nicht teile, oder wo dann vielleicht schon fast ein bisschen das Manische überkippt, sagen wir mal. Zum Beispiel, wer du? Bei der goldigen Hochzeit, die wir ja zu unserem Schrecken gefeiert haben, hast doch du gesagt, du müssen gar nicht so lange geheiratet gewesen. Ich sei mindestens die Hälfte der Zeit weg gewesen. Also sei das wahrscheinlich erst die silbrige Hochzeit. Ja, das sehe ich auch so. Manchmal mache ich Zeug ab, wo die Familie liegen dabei. Muss jetzt ins Fernsehen spielen, sagt die Frau und schaut traurig drein. Weisst, sag ich nachher und hüstle. Es ist einfach nicht anders gegangen. Die haben so lieb gefragt und geschrieben, ich konnte sie nicht hängen, sie alle so nett. Sie alle so nett. Ich meine, wenn die Leute gesehen haben, wo alle da in das triste Heutschenbach rausgekommen sind. Sie alle so nett. Sie alle so nett. Welche Erinnerung haben die Söhne trotz seiner häufigen Abwesenheit? Es ist noch schwer zu sagen, er war im Hintergrund, aber es ist nicht so, dass er nicht präsent wäre oder nicht ansprechbar. Es ist auch so eine Typenfrage bei uns in der Familie. Ich glaube, hat es auch immer wieder Situationen gegeben, wo zum Beispiel Ursula und ich uns sehr leidenschaftlich gestritten haben. Und Franz und Kasper sind dann in die Stube Schach spielen. Oder? Also Holundersirup, das ist ein Running Gag seit Jahrzehnten. Also das, also schon wo wir Kind gsi sind, hat's das eigentlich alle Jahre gegeben. Und also selber gemachten Holundersirup, aber dann auch bis in eine Gestaltung hinein, wo Teil von einer Bemühen, alles ein Stück weit perfekt zu machen oder auch eine schöne Welt zu kreieren, sagen wir mal. Doch das macht alles nichts, solange Sommer ist. Und man draussen sitzt an einem langen Tisch. Und jetzt mit der Kamera bitte einen Schwenk, sonst schmiert man hier einen Schnitt, aber jetzt machen wir einen Schwenk. Wegen dem Reim. Auf Sommergetränk, auf Sommergetränk. Ein Schwenk auf Sommergetränk. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mich plötzlich mehr für Holdersirup interessiere, statt für das Weltgeschehen, dann merke ich daran, dass es Sommer wird. Dann ist die Zeit von den Glassen und den Erdbeershake, von den Holzkohlengrill und den Hohrrückensteak. Die Kinder kommen fröhlicher heim aus der Schule und die Bundesverfassung liegt im Liegestuhl. In Olten besucht Franz Hohler die christkatholische Kirche. Hier war er in seiner Jugend oft engagiert. Ich bin zwar nicht gläubig, aber ich finde, die Kirche hat eine wichtige Funktion heute. Nämlich ein Ort, wo man in jeder Stadt einfach hineinsitzen kann und ein bisschen nachdenken. Und die Kirche muss immer auch für die Benachteiligten da sind. Ich habe viel in der Kirche musiziert, habe den Chor begleitet oder habe manchmal auch Solostücke gespielt oder eben zusammen mit der Orgel. Und von der Sakristei hat man hinter dem Altar gesehen. Und der Altar vorne ist wunderbar. Brokatdecke, Strahlenkranz und dann ein Tabernakel und etc. Und hinten dran ist einfach ein Putzkübel gestanden mit einer Fegbürste und der ganze Altar unverputzt, oder? Das war so ein Gegensatz, der Altar vorne und was ist hinter dem Altar?
Und das Bild ist mir immer wieder in den Sinn gekommen. Eigentlich ist mir geblieben durch das ganze Leben. Also Vorderseite und Rückseite. Auf der Empore der Kirche sind private Fotos von Franz Hohler ausgestellt. Hier kann die weitgehend unbekannte Seite von ihm als Fotograf und Chronist des Alltags entdeckt werden. Das ist Zilli, das war der Hund vom Nachbar, der gebaut hat. Und der ist mit den Vorderpfoten in die Mähmaschine gekommen. Ja. Aber, wie man sieht, sie haben es wieder gerichtet. Die Fotos sind ja eigentlich aus der Zeit, in der wir in Uetiken am See gewohnt haben. Und das ist Ursula, meine Frau. Ja. Und das ist Dorli Meier, das ist die Frau des Schriftstellers Gerhard Meier, der den Kiosk in Niederbipp betrieben hat. Das ist der Lukas, mein älterer Sohn, als er noch ein Bub war. Und das habe ich genommen, das da ist Mord auf der Laube. Ja. Das ist von unseren, ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist, aber die haben irgendein Spiel gemacht, wo am Schluss der Bär hat müssen daran glauben. Ja, es ist schon noch eindrücklich. Also ich habe eigentlich das Gefühl, ich werde nicht 80, sondern 160. Wenn ich schaue, was alles Platz hatte in diesem Leben, oder? Herr Meilan. André Meilan, ja, freut mich sehr. Ja, gleichfalls. Danke. Ja, das ist natürlich toll. Ich habe schon die Destination gesehen, als ich für die bin. Aber das, was wir extra gemacht haben für Sie, das haben Sie noch nicht gesehen auf dem Bus? Nein. Wenn wir dann... Da, ah, da, ja. Da geht's. Da, nein. Und der Bus, der fährt, also bis im November fährt, ja. Die lieben Schülerinnen, die da jetzt kommen, haben vor einem halben Jahr zum Totenmügeli diese Zeichnungen gemacht. Und die wollen auch unbedingt mit dir aufs Foto. Grüß dich. Gut, dort. Also rückt noch etwas zusammen. Machen wir das so. Sportlich. Ha! Die Lehrerin, halt mal die Ballons schnell. Halt mal eins. Nicht, dass sie weggehen. Ich glaube, wir sind wieder neben. Das muss ich natürlich auch haben. Ja. Ja, bravo. In ihrem Garten blickt Franz zusammen mit seiner Frau Ursula auf seine Anfänge zurück und zieht Bilanz. Als ich jung war, habe ich mir zwei Biografien zurechtgelegt. Und die eine war, ich studiere, werde Mittelschullehrer und tue dann vielleicht daneben auch etwas schreiben. Und so. Und die zweite Biografie war, ich probiere, mit meinen Ideen und von meinen Ideen zu leben. Und für die zweite Biografie habe ich mich entschieden, mit 22 und bin zum Studium ausgestiegen. Und wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich sagen, freut es mich schon, dass mir das gelungen ist. So, jetzt kommt das Endprodukt vom Holder Sirup. Und jetzt dann eben in dieser Flasche der Holder Sirup, da lässt man den Holder zuerst die Holder-Tolde, die man abgenommen hat, lässt man 24 Stunden im Wasser, in einem Liter Wasser. Dann nimmt man die Holder-Tolde raus, die Blüte, und tut mit einem Kilo weißen Zucker aufkochen. Bis jetzt ist es einfach eine normale Flasche gewesen. Und wenn ich die Flasche dann jemandem verschenke, zum Beispiel, mache ich noch eine kleine Zeichnung drauf. Ja. Da unten habe ich so ein hässlichen Barcode, den ich nicht wegbringe. Und jetzt machen wir doch da auch ein bisschen Kunst draus. Ja. Voilà! Da wären wir. Alles selber gemacht.
schlecht. Mhm.